Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zu Beginn will ich mich erstmal entschuldigen bei dem einen oder anderen bei euch dafür, dass die letzten, ja, man muss wirklich sagen, 6, 7, 8 Monate hier auf meinem Kanal ausschließlich dieselben Videos kamen. Fast nur Footwork-Videos, fast nur Karrieremodus. Dafür will ich mich auf jeden Fall erstmal bei dem einen oder anderen entschuldigen, weil ich den einen oder anderen damit vielleicht enttäuscht habe, ja, der sich vielleicht mehr erwünscht hatte, der sich vielleicht andere Videos erwünscht hatte, und dafür will ich mich auf jeden Fall jetzt erstmal bei euch entschuldigen. Ihr seht schon den Titel, Leute, ja, FIFA 20, wie geht es weiter? Aufhören oder weitermachen, Leute? Was meint ihr? Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, Leute. Aufhören, Hashtag aufhören, Hashtag weitermachen, schreibt es in die Kommentare. Jetzt schreiben wahrscheinlich alle, hör auf mit FIFA, verpiss dich. Aber mir ist es egal, Leute. Selbst wenn nur eine Person schreibt, mach weiter, werde ich auf jeden Fall auch in FIFA 20 weiterhin Videos für euch machen. Denn wie ich es immer sage, Leute, ja, ihr wisst es, ich mache die Videos für die Leute, die es interessiert, für die Leute, die die Videos sehen wollen. Und selbst wenn es hinter nur, was weiß ich, ein Mann ist oder zwei Leute oder drei Leute, ist es mir auch egal, Leute. Ja, für die werde ich die Videos weiterhin machen. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, in FIFA 20 wird auch wieder was anderes kommen. Ja, in FIFA 20 werden auch wieder andere Videos kommen. In FIFA 20 wird nicht nur Footwork kommen. In FIFA 20 wird nicht nur Karrieremodus kommen. Da werden auch wieder andere Videos kommen. Das kann ich auf jeden Fall euch versprechen, weil das haben mich jetzt in der letzten Zeit einige gefragt, ob es in FIFA 20 weitergeht und wenn ja, wie es in FIFA 20 weitergeht. Also das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Es wird auf jeden Fall weitergehen und es werden auf jeden Fall auch dann wieder andere Sachen kommen. Ja, darauf könnt ihr euch schon freuen oder auch nicht, wie ihr Bock habt. Und ja, wie gesagt, ich wollte mich jetzt nochmal entschuldigen für die letzten 6, 7, 8 Monate, weil wirklich, ja, mehr oder weniger nur dasselbe kam. Und ich kann natürlich jetzt auch verstehen, ich werde euch jetzt gleich noch sagen, warum, was vielleicht auch die Gründe dafür waren, könnt ihr euch gerne anhören. Also schaut das Video auf jeden Fall bis zum Schluss. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn jetzt einige sagen, nach diesem Video oder generell jetzt nach diesen Monaten, wo nur dasselbe hochgeladen wurde, wenn einige dann sagen, Digga, ich habe keine Lust mehr, die Videos anzuschauen, auch wenn du jetzt in Zukunft was anderes bringen wirst, ist mir egal, ich gucke mir das nicht mehr an. Ist vollkommen okay, man kann ich die Leute voll und ganz verstehen, Leute. Wer dann sagt, ich habe keine Lust mehr darauf, der braucht sich das dann natürlich auch nicht anschauen. Wie gesagt, ich kann euch da voll und ganz verstehen. Nach so einer langen Zeit, wenn dann einige sagen, ja, mir ist egal, auch wenn jetzt was anderes kommt, ich werde es trotzdem weiterhin nicht schauen oder ich habe da trotzdem keine Lust drauf, dann ist es auch nicht schlimm, Leute. Kann ich euch, wie gesagt, nachvollziehen. Jetzt, wie gesagt, mal kurz zu den Gründen vielleicht, warum auch das ein oder andere dazu geführt hatte, dass jetzt in der letzten Zeit nur mehr oder weniger ja, Kackvideos kamen, wie man es auch immer nennen will. Es hatte mehrere Gründe, Leute. Ja. Die Hauptgründe, kann ich so sagen, waren auf jeden Fall zum einen, dass ich sehr viel gelivestreamt hatte. Ja. Ich hatte, und das Ganze natürlich dann auf Twitch, ich habe eigentlich in den letzten, ja, 6 bis 12 Monaten eigentlich fast jeden Tag teilweise 8 bis 10 bis 12 Stunden gelivestreamt. Meistens natürlich Fortnite, ab und zu auch FIFA. Und da muss ich einfach sagen, habe ich natürlich klar meinen Kanal auf YouTube dann vernachlässigt. War auch im Nachhinein vielleicht nicht ganz so clever. Aber ihr könnt es euch vielleicht denken, wenn man, was weiß ich, 6, 7, 8, 10, 12 Stunden wirklich teilweise jeden Tag gestreamt hat. Ich hatte danach einfach keine Lust mehr, keine Motivation mehr, noch weiter zu zocken, noch weiter aufzunehmen, noch weiter die Videos zu produzieren, hochzuladen und so weiter und so fort. Hatte ich einfach keine Lust mehr. Kann man jetzt sagen, okay, dann lass es doch ganz oder lad gar nichts hoch oder so. Wollte ich allerdings auch nicht machen. Ja, erstens wollte ich natürlich für die Leute, die die Videos weiterhin sehen wollen, wollte ich natürlich weiterhin auch Videos hochladen. Und zweitens, natürlich auch klar, ist es mein Job, ich verdiene damit mein Geld. Und dementsprechend muss ich natürlich auf einer gewissen Art und Weise auch weiterhin Videos hochladen, damit ich natürlich auch weiterhin mein Geld damit verdiene, weil das halt mein Job ist. Ja, das wissen ja einige. Und das führte dann halt dazu, wie gesagt, dadurch, dass ich so viel gestreamt hatte, dass ich dann teilweise, wie gesagt, nach den Streams einfach keine Lust mehr hatte, noch groß aufwendige Videos zu produzieren. Das sage ich auch so und das war auch vielleicht dumm. Aber es war jetzt halt nun mal so, ich hatte den Fokus auf die Livestreams gesetzt, wahrscheinlich einen zu großen Fokus einfach. In Zukunft, oder ich mache es jetzt so momentan, dass ich auch weniger streame und dementsprechend, ich werde auch weiterhin streamen, ja, aber ich werde weniger streamen und dementsprechend habe ich natürlich dann auch wieder mehr Zeit für Videos und dementsprechend kann ich dann auch den Videos wieder mehr Aufmerksamkeit widmen sozusagen und dann in FIFA 20 auch wieder auf jeden Fall andere Sachen aufnehmen und für euch natürlich hochladen. Und ja, so ist auf jeden Fall jetzt der Plan sozusagen für die nächsten Monate. Ein anderer Grund auch noch, einige wissen es vielleicht nicht, war auf jeden Fall, dass ich gehackt wurde, ja, zu Beginn eigentlich von FIFA, ich weiß gar nicht, das war relativ direkt zu Beginn eigentlich. Also ich glaube, einen Monat nachdem, ach, wenn überhaupt, vielleicht sogar zwei, drei Wochen nachdem FIFA 19 rauskam, wurde ich ja damals gehackt. Und ich hatte bis dahin, ich weiß es nicht, in 2 Wochen, 3 Wochen oder so,
ich glaube, über 2.000, 3.000 Euro investiert in FIFA. Für Packs natürlich, um Packs zu kaufen und so weiter und so fort. Und in der Zeit dann natürlich auch klar einiges an Coins gemacht sozusagen. Ja, zu Beginn lohnt es sich ja eher am meisten, wenn man Packs kaufen will. Kann ich euch nur empfehlen. Ihr wisst es ja, dann macht es halt zu Beginn, weil da lohnt es sich am meisten, weil die Spieler halt am meisten Coins bringen. Und dann hatte ich, weiß ich nicht, nach 2-3 Wochen, wie gesagt, 2-3.000 Euro ausgegeben. Und zwischen 5 und 10 Millionen Münzen sozusagen. Also ich hatte die nicht auf meinem FIFA-Konto, sondern halt in Spielern. Ne? Also wenn ich die verkauft hätte, hätte ich so zwischen 5 und 10 Millionen Münzen gehabt damals, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ja, irgendwann, ich weiß nicht, kam ich dann auf jeden Fall auf meinen FIFA-Account. Ich bin auf meinen Account gegangen, oder beziehungsweise ich kam gar nicht mehr in meinen FIFA-Account rein, beziehungsweise es kam, glaube ich, die Meldung, Ich habe mein Ultimate Team geöffnet und es hat sich sofort, wurde ein neuer Verein erstellt. Ich dachte natürlich erstmal so, ich wäre auf einem anderen Account gewesen, auf einem anderen PlayStation-Account oder so. Aber war ich nicht, ich war auf meinem Hauptaccount. Und da wusste ich natürlich schon, scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe mich dann mit dem EA-Support auseinandergesetzt. Die haben mir dann da auch mehr oder weniger geholfen. Die haben halt meinen Verein sozusagen dann wiederhergestellt. Also mein Verein wurde wiederhergestellt. Die meinten auch zu mir, das geht nur einmal. Also wenn das jetzt nochmal passieren sollte, wäre mein Account dann auch für immer weg, weil nochmal kann man diesen Account anscheinend nicht wiederherstellen. Oder nochmal machen die das nicht. Warum auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die mir dann geholfen, den Account wiederhergestellt. Gut, da dachte ich erstmal, ich kriege alles wieder. Vielleicht hat derjenige nur den Verein gelöscht und das war es auch, der mich gehackt hatte. War aber nicht so. Ja, ich hatte meinen Verein wieder und hatte, was weiß ich, 200.000 Münzen auf meinem Konto. Und da dachte ich schon, okay, weil ich glaube, ich hatte halt noch 1 Million übrig auf meinem Konto und dann halt den Rest in Spielern. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt sind nur noch 200.000 übrig. Und dann bin ich halt in meinen Verein gegangen und dann war auch da alles weg. Also alle Spieler waren weg. Ich bin auf die Transferliste gegangen und da wurde dann noch, oder da habe ich selber noch gesehen, dass dann die Spieler halt rüber transferiert worden sind. Und ja, da irgendwie konnte der EA-Support mir auch nicht richtig helfen. Die meinten ja, also die meinten zu mir, es wurde nichts im System gefunden, dass der Account von mir gehackt worden ist. Es wurde auch nichts gefunden, dass Spieler transferiert wurden oder so. Obwohl ich es ja klar gesehen habe, weil da ja noch einige Spieler drauf standen. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber gut, auf jeden Fall wurde mein Account wiederhergestellt. Ich habe allerdings keine Spieler zurückbekommen, ich habe keine Coins zurückbekommen. Und ja, von daher war das Ganze dann mehr oder weniger auch vorbei, leider. Ich hatte dann auch keine Chance mehr. Ich habe noch, was weiß ich, die ganze Zeit mit denen gesprochen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt und so weiter und so fort. Gab es aber nicht, beziehungsweise der konnte mir da auch nicht richtig helfen oder wollte mir nicht richtig helfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum ich da nichts wiederbekommen habe. Aber war halt so, ich habe auf jeden Fall nichts wiederbekommen und hatte dann halt, ja, 200.000 oder so. Dann habe ich noch ein paar Spieler verkauft, hatte ich vielleicht 300.000 oder so. Aber das war es dann auch, ja. Und das natürlich zu Beginn von FIFA tut dann natürlich richtig weh. Und ich weiß nicht, vielleicht kann es der ein oder andere jetzt verstehen. Danach hatte ich dann auch keine Motivation mehr, nochmal Geld für das Spiel auszugeben. Ja, weil ich mir gedacht habe, ey, was bringt's mir, wenn ich jetzt wieder Geld da reinstecke, nochmal wieder FIFA-Points kaufe, nochmal wieder Packs kaufe. Was bringt mir das, wenn ich dann vielleicht sogar wieder gehackt werde danach? Und dementsprechend habe ich dann eigentlich so gut wie auch kaum noch, ein bisschen habe ich noch investiert, aber kaum noch was, ja, also nicht mehr groß. Und das war halt dann auch sozusagen ein großer Punkt, warum ich dann halt auch keine wirklich großartigen Videos machen konnte oder Videos, wo man halt dann auch viele Coins für Brauch machen konnte, weil ich halt keine Coins mehr hatte, weil mein Account gehackt worden ist und weil ich es nicht eingesehen habe, nochmal wieder ein paar tausend Euro reinzustecken. Und teilweise dann nicht mal weiß, ob mein Account danach vielleicht wieder gehackt wird oder nicht. Das war halt auch so ein Grund zum Beispiel, das war ein sehr, sehr großer Punkt, warum ich dann halt, wie gesagt, keine Videos machen konnte, wo viele Coins sozusagen für benötigt werden. Und ein dritter Punkt war auch, muss ich auch dazu sagen, das ging natürlich auch mit dem Streaming und mit dem gehackten Account einher. Ich hatte einfach nicht wirklich Lust, muss ich sagen. Also FIFA 19, ich hatte nicht wirklich Lust auf Videos. Ich war nicht motiviert, die Videos zu machen. Ich hatte auch nicht großartige Ideen, beziehungsweise habe mir auch keine Ideen gemacht sozusagen. Ja, ich habe nicht groß mir Ideen gemacht, weil ich auch einfach keine Motivation hatte, keine Lust hatte. Das ganze Jahr aber über, das hängt wie gesagt natürlich auch wahrscheinlich damit zusammen, dass ich dann am Anfang gehackt worden bin. Das war natürlich ein großer Teil, dass ich dann einfach kaum noch Motivation hatte für das FIFA 19 Jahr und dann mehr und mehr halt immer mehr gestreamt habe sozusagen. Ja, und das kam dann eins zum anderen sozusagen, dass ich dann immer weniger Zeit sozusagen für die Videos hatte, immer weniger Ideen gehabt hatte für die Videos und so weiter und so fort. Den Rest habt ihr dann gesehen. Aber das wird sich jetzt auf jeden Fall für FIFA 20 ändern. Ich habe vor, das zu ändern und dann schauen wir auf jeden Fall mal, wie das Ganze laufen wird. Ich hoffe natürlich, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wie gesagt, wer keine Lust hat, kann ich auch voll und ganz verstehen. Wer sagt, Digga, ich habe keine Lust mehr,
die Videos zu schauen, ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ich mache es für die Leute, die Lust haben auf die Videos, für die, die Bock haben, die Videos zu schauen. Für die sollen die Videos weiterhin gemacht werden. Jetzt wisst ihr vielleicht einmal so die Hintergründe. Ja, das, ich habe noch nie darüber ein Video gemacht, dass ich gehackt worden bin, sozusagen, weil ich nicht jemand bin, der über alles ein Video macht. Keine Ahnung, muss man mittlerweile heutzutage. Aber ich bin nicht so jemand, ja, habe ich euch ja schon oft gesagt. Muss man, wie gesagt, leider. Aber ich mache sowas eigentlich nicht. Jetzt wisst ihr es aber, ja, jetzt wisst ihr sozusagen die Hintergründe auch. Und dann schauen wir mal, wie FIFA 20 laufen wird. Ich hoffe, ich werde nicht wieder direkt am Anfang gehackt. Ich will es nicht hoffen, wir werden sehen. Aber gut, ich habe alles geändert, Passwort und so weiter und so fort. Warum EA mir da jetzt auch nicht so wirklich weiterhelfen konnte, weiß ich nicht. Oder ob die mir da auch nicht weiterhelfen wollten, keine Ahnung. Auf jeden Fall bitter gelaufen sozusagen. Ja, FIFA 20 ist jetzt sozusagen nochmal ein neues Jahr, neuer Start. Und dann hoffe ich mal, dass ich nicht gehackt werde diesmal, weil wenn ich wieder gehackt werde, ich glaube, dann wird die Motivation wieder sehr, sehr gering sein, nochmal groß Geld reinzustecken und so weiter und so fort. Ich denke mal, das kann der eine oder andere vielleicht nachvollziehen. Ja, das war es dann eigentlich soweit von diesem Video und ich glaube, am Donnerstag wird die FIFA-Demo kommen. Ihr könnt gerne reinschreiben, was ihr sehen wollt. Zack, schreibt es in die Kommentare, was ihr für Sachen sehen wollt zur Demo. Ist man natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, aber gut, wir werden mal schauen, was man alles machen kann. Und dann schauen wir mal, ne? Was ab Donnerstag so alles auf euch zukommt. Ich hoffe, ihr habt Bock, Leute. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lasst Like da, lasst Abo da, wenn ihr Bock habt. Oder auch nicht. Haut rein. Und ciao.